Wenn man Bergsteiger auf der ganzen Welt fragt, welche Gipfel man auf diesem Planeten unbedingt bestiegen haben muss, sagen manche die 14.8000er, manche sagen die Spaghetti-Tour, andere nennen diverse Gipfel in Patagonien, aber viele sagen auch die Seven Summits. Welche die Seven Summits sind, warum es 7 und nicht 9 oder 4 sind und warum es verschiedene Seven Summits gibt, darum geht es heute in einer Spezialausgabe von Berge im Porträt, The Seven Summits. Wer durch den Höhenflug der letzten Wochen mit Uluru und Herzogstand noch nicht genug von den spektakulären Bergen dieser Welt hat, wird auch heute voll auf seine Kosten kommen. Doch das Thema ist groß, die Seven Summits. Viele von euch haben sicher schon mal davon gehört, aber für die paar, die mit den 7 nix anfangen können, eine ganze kurze Erklärung. Die Seven Summits heißen übersetzt die 7 Gipfel und erfunden, hat sie Richard Dick Base. Base war ein amerikanischer Bergsteiger, der in Europa eher weniger Berühmtheit erlangte und zwischen den 70ern und 80ern einige bekannte Berge bestiegen hat. Außerdem stammt von ihm die Idee, die 7 Kontinente mit deren 7 höchsten Gipfel in einer Liste zusammenzufassen. In Afrika ist das der Kilimanjaro, in der Antarktis der Mount Winson, in Asien der Everest, in Australien der Mount Kosciuszko, in Europa der Elbrus, in Nordamerika der Denali und in Südamerika der Aconcagua. Zu den meisten dieser Berge findet ihr übrigens ein Berge im Porträt in der Playlist hier rechts oben. Doch hier beginnt natürlich für jeden Geografen schon die erste Frage. Sind Afrika, Antarktis, Asien, Europa, Nordamerika, Südamerika und Australien unsere Kontinente? Naja, ob Australien oder Ozeanien nun einen Kontinent darstellen oder Ozeanien gar nicht dazugehört, das ist später nochmal relevant. Aber es gibt insgesamt viele Definitionen unserer Kontinente, die mit einer entsprechenden Argumentation alle nicht falsch sind. Base hat letztlich die Definition der 7 Kontinente genommen, die 7 höchsten Gipfel selbiger genommen und sie letztlich in die Seven Summits benannt. Diese Liste ist heute sehr berühmt und auch berüchtigt. Diese Seven Summits zu besteigen gilt als eine der größten Errungenschaften des Alpinismus. Wer das geschafft hat, ist in den Augen der meisten Bergsteiger ein echter Profi. Doch schauen wir uns mal diese Berge etwas detaillierter an. Da wäre in Asien mit dem höchsten Berg der Erde der Mount Everest. Zweifellos ist der Mount Everest kein geschenkter Berg. Jedoch ist in Zeiten des Pistenalpinismus, in Zeiten von Agenturen, die einem die Steigeisen anziehen und die Schuhe im Camp ausziehen, die Besteigung des Everests sehr touristisch geworden. Mit zusätzlichem Sauerstoff stellt auch die Höhe kaum eine große Gefahr dar. Der Mount Everest gilt zwar als höchster, aber keinesfalls als schwerster Berg der Erde. Mit 8.848 Metern ist er aber dennoch natürlich eine wortwörtlich große Herausforderung. Der Kilimanjaro in Afrika ist ein Berg, der grundsätzlich kaum Schwierigkeiten mitbringt und für ausdauernde Wanderer ebenfalls machbar ist. Außerdem ist es am Kibo auch verpflichtend, eine Agentur mit Trägern und mehreren Guides zu buchen, da sonst gar keine Permit ausgestellt werden kann. Der Berg ist dementsprechend sehr stark besucht und mit 5.895 Metern auch ein ganzes Stück niedriger als der Everest. Noch niedriger jedoch ist der Mount Kosciuszko. Dieser ist mit 2.228 Metern der niedrigste der Seven Summits und liegt auf dem Festland von Australien. Auch er wird durch seine geringe Höhe und den Aufbau Australiens eher einfach erwandert und stellt eine nicht allzu große Hürde auf dem Weg zu den Seven Summits dar. Deutlich spannender wird es da schon wieder in Europa. Hier steht der Elbrus mit 5.642 Metern Höhe. Er ist komplett vergletschert und dadurch nur als Hochtour zu meistern. Insgesamt ist die Erreichung des Gipfels aber durch den flachen Aufbau des Berges relativ trivial und nicht sehr technisch. Auch die Infrastruktur ist am Berg sehr touristisch angelegt und dementsprechend ist der Berg sehr gut besucht. In Nordamerika ist das schon wieder ganz anders. Der Denali ist einer der schwersten Seven Summits, was vor allem an seinem launischen Wetter und den extremen Gefahren durch selbiges ausgelöst wird. Eine enorme Kälte, starke Winde und spaltenreiches Gelände gepaart mit schlechter Infrastruktur geben da den Rest. Mit 6.190 Metern ist er zwar weit weg von den höchsten Bergen der Welt, von den Bedingungen her kann er aber mit genau denen oftmals sehr gut mithalten und darf daher nicht unterschätzt werden. Das gleiche gilt auch für den Mount Winson. Er ist kein schwerer Berg im technischen Sinne, aber ein äußerst mühseliger Berg. Alleine die Anreise in die Antarktis ist ein Abenteuer für sich. Dass man dem Berg dann erstmal näher kommen muss, ebenfalls. Die Besteigung des 4.892 Meter hohen Berges ist zwar ebenfalls nicht geschenkt, die Gesamtumstände überwiegen bei diesem Berg jedoch trotzdem insgesamt.
Womit noch ein Berg übrig bleibt, der Aconcagua. Mit 6.961 Metern Höhe in Südamerika, genauer gesagt in Argentinien. Seine Hauptschwierigkeiten sind sowohl das schnell wechselnde Wetter und die Höhe. Denn technisch gesehen kann er relativ leicht bestiegen werden und erfordert lediglich gute Akklimatisierung, gutes Wetter, einen starken Kopf und eine gute Ausdauer. Womit wir letztlich in Anbetracht dieser kurzen Umschreibungen bei einer Frage hängen bleiben. Ist die Besteigung der Seven Summits die größte alpinistische Leistung, die ein Bergsteiger absolvieren kann? Naja, um hier kurz meine persönliche Meinung einfließen zu lassen, die Seven Summits haben beachtliche und richtig harte Brocken inne. Das Ziel dieser Liste war aber nie, die schwersten Berge der Kontinente aufzuführen. Und das merkt man dieser Liste letztlich an vielen Ecken, wie in Afrika, Europa, Australien und Südamerika auch an. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Jedoch sollte man dann die Seven Summits, nur weil sie eine Liste sind, nicht auch mit extremstem Bergsteigen auf der Erde gleichsetzen. Grundsätzlich gibt es Berglisten, die hier an vielen Stellen deutlich mehr können und deutlich mehr Erfahrung abverlangen als die Seven Summits. Eine harte Liste bleibt es am Ende des Tages aber natürlich trotzdem. Die Seven Summits sind also die höchsten Berge der Kontinente und interessanterweise in vielen Fällen auch extrem beliebt. Das hängt natürlich unmittelbar miteinander zusammen, hat aber eine Folge. Die Berge werden tatsächlich leichter. In den 80er Jahren, als Dick Bays die Seven Summits bestieg, waren diese Berge großteils noch etwas unerschlossener, noch etwas wilder, noch etwas abenteuerlicher als heute. Vieles hat sich in diesen 40 Jahren getan. Doch schließlich gelang es Bays 1985, ein Jahr vor Reinhold Messner, die Liste abzuhaken. Womit wir auch schon beim nächsten Stichwort angekommen sind, Reinhold Messner. Er bewies sich auch in diesem Fall als schwieriger und strittiger Bergsteiger, denn für ihn war diese Liste falsch. Denn Australien besteht nach Messners Definition auch aus Ozeanien. Das hat zur Folge, dass Messners Liste den Mount Kosciuszko rauswarf und den Puncak Jaya aufnahm. Mit 4.884 Metern, mehr als doppelt so hoch, absolut unerschlossen und um 20 Ecken schwieriger als der höchste Berg des australischen Festlands. Durch Messners Berühmtheit war nun eine zweite offizielle Liste geboren. Somit gab es die Seven Summits Liste Bays und die Seven Summits Liste Messner. Doch eine Sache wird bei diesen Listen und den Seven Summits grundsätzlich gerne vergessen. Durch die uneindeutige Festlegung der Kontinente können Listen umgebaut und interpretiert werden, wie man will, was auch eines deutlich zeigt. Diese Listen sind unterm Strich komplett wertlos. Erst als der Wettlauf um die Besteigungen der Seven Summits begann, wurden sie letztlich wirklich berühmt. Das Statussymbol der Seven Summits ist aber unterm Strich nichts anderes als ein wildes Sammelsurium von Bergen unterschiedlicher Schwierigkeiten, Höhen und Lagen. Die Besteigung der Seven Summits lässt in erster Linie auf immense finanzielle Mittel schließen und nicht so sehr auf alpinistisches Können. Everest, Winson, Denali und Puncak Jaya sind unfassbar kostenintensive Berge, die mehrere hunderttausend Dollar Investitionen erfordern. Das Aussortieren der Alpinisten, wenn es um die Seven Summits geht, beginnt also in erster Linie schon mal beim Weg zur Bank. Was die Seven Summits damit für den Alpinismus aussagen? Das muss jeder für sich selbst beurteilen. In Kürze jedenfalls werdet ihr auf diesem Kanal über die zweitberühmteste Liste des Alpinismus etwas lernen. Und an dieser Stelle möchte ich schon mal spoilern, die hat es wirklich in sich. In diesem Sinne würde mich interessieren, inwieweit ihr die Seven Summits bisher kanntet und vor allem, was ihr von willkürlichen Listen haltet, die am Ende über Prestige oder nicht entscheiden. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich über eine sachliche Diskussion. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!